Absoluter Wahnsinn, jetzt vor den Landtagswahlen. Die Grünen drehen völlig am Zeiger und fordern jetzt tatsächlich das Ende aller, ja aller Grenzkontrollen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Aber bevor wir loslegen, muss ich erstmal kurz Nancy Faeser loben. Wenn ihr euch jetzt denkt, was hat der denn wieder geraucht? Oder ist der zu oft gegen die Wand gelaufen? Oder hat der vielleicht einen Sonnenstich? Nein, ich kann euch beruhigen. Es kommt ja nicht häufig vor. Ich glaube noch nie. Aber immerhin hat Nancy Faeser irgendwann endlich eingesehen, dass es eben doch stationäre Grenzkontrollen braucht und hat ja für Oktober schon letztes Jahr stationäre Kontrollen an den Landesgrenzen zu Tschechien, Polen und der Schweiz angeordnet. Und jetzt im Rahmen der EM, ja, gab es ja nochmal verstärkte Einreisekontrollen an den Grenzen Deutschlands mit auch extremen Erfolgen, die direkt vermeldet wurden. Das ging ja dann auch direkt in einigen Medien richtig viral, wo man dann gesehen hat auf einmal, oh okay, krass, da konnten auf einmal richtig viele Leute, die illegal nach Deutschland einreisen wollten, aufgehalten werden, ja. Und siehe da, das ist auch die Aufgabe für die Sicherheit in einem Land, dass die Polizei eben die Grenzen kontrolliert und somit auch schützt. Weil andernfalls, wenn du die Grenzen nicht mehr schützt, dann hast du per Definition auch gar keinen Staat mehr. Das sollte man den Grünen mal langsam erklären. Aber dazu gleich noch etwas mehr, wenn wir über das Völkerrecht und so weiter sprechen. Jetzt erstmal Folgendes, ja? Die Grünen haben jetzt nämlich einen Brief an die EU-Kommission geschrieben. Ich habe jetzt gerade den entsprechenden Artikel, ich verlinke ihn euch unten drunter hier vor mir liegen. Ne? Und sie werfen jetzt Deutschland vor, ähnlich wie 7 anderen EU-Mitgliedstaaten, nicht konform mit dem Schengener Grenzkodex zu handeln. Also jetzt auf einmal ist der Schengener Grenzkodex ganz wichtig. Ja, alle möglichen anderen EU-Verträge, die Dublin-Verträge, die Maastricht-Verträge, die sind doch auch alle schon gebrochen worden. Dublin natürlich auch. Das heißt, die EU hat schon so viele ihrer ursprünglichen Ideen und ganz klaren Verträge, zum Beispiel das Thema Schuldenunion, gebrochen und so. Aber ausgerechnet hier wollen sich natürlich jetzt die Grünen an alle Verträge und so weiter halten. Ja. Und jetzt gibt's, pass auf, ein neues Fachgutachten, das zeigen würde, dass die Wirkung der Grenzkontrollen und diesbezügliche Erfolgsmeldungen sehr fragwürdig und in vielen Fällen nicht statistisch belegt sind. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel an deinem Haus Alarmanlagen und so weiter anbringst und Bewegungsmelder in deinem Garten und so, damit du nachts, wenn du schläfst, eben sicher bist und wenn jemand auf dein Grundstück kommt, dass sich der Bewegungsmelder und so weiter meldet, da würden die Grünen trotzdem irgendeine Studie oder irgendetwas finden, um darzustellen, dass ja diese Schutzmaßnahmen überhaupt gar keine Wirkung und so weiter hätten. Ja? Also der Schutz der Grenzen soll im Endeffekt nach den Grünen aufgegeben werden, so wie man das jetzt hier verstehen kann. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Da macht Nancy Faeser endlich mal eine vernünftige, richtige Entscheidung und schon wollen die Grünen das hier wieder kritisieren. Ja? Hier steht nämlich, während der Fußball-Europameisterschaft haben die Behörden 8.300 unerlaubte Einreisen an den deutschen Grenzen registriert. 8.300 unerlaubte Einreisen, ja. Und jetzt sagen die Grünen, ja, das bringt alles nichts, ja, und die EU muss dafür sorgen und so. Wahnsinn, oder? Absoluter Wahnsinn. Wir müssen mal ganz kurz hier auf eine Sache zu sprechen kommen. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, hast du keine Grenzen, hast du auch keinen Staat. Und das ist so, weil schaut mal hier, wenn man sich das mal anguckt, ne, bei der juraacademy.de, aber das gibt's überall sonst auch immer, die sogenannte Drei-Elemente-Lehre, ne,
des Völkerrechts und so weiter. Also nach den drei Elementenlehren sind für das Gefüge eines Staates erforderlich ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt. So, Definition Staatsgebiet. Die Grenzen des Staatsgebietes orientieren sich an der tatsächlichen Beherrschbarkeit und sind im Einzelnen weitgehend völkerrechtlich konkretisiert. Zum offenen Meer hin gibt die 12-Meilen-Zone, gerechnet von der Küste zum Meer hin, noch als Hoheitsgebiet des Küstenstaates. Hinsichtlich der maximalen Zugehörigkeit des Luftraums, bla bla bla, steht da noch alles Mögliche. Ja? Mit anderen Worten aber, ja, wenn du jetzt die Grenzen eines Staatsgebiets nicht beherrschen kannst, ja, dann hast du ja schlussendlich keinen Staat. Das ist das, was die in Amerika auch immer sagen. If you don't have a border, you don't have a country. Und genau so ist es, weil stellt euch einfach mal vor, man würde einfach alle Ländergrenzen auf der Welt abschaffen. Gäbe es dann noch die einzelnen Länder? Ja, es gäbe natürlich noch die Menschen, es gäbe noch das Volk, es gäbe noch auch Staatsgewalt und so weiter. Aber es gäbe nicht mehr das Staatsgebiet in der Form, wie es jetzt eben aktuell völkerrechtlich und so weiter definiert ist. Und wenn du jetzt irgendwann mal sagst, wir sollten den Schutz der Grenzen und so weiter und die Kontrollen an den Grenzen aufgeben, weil wir können die Grenzen nicht schützen, dann ist es ja einfach ein Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit und dass man es mit den bisherigen Versuchen halt eben nicht gemacht hat, dass man eben mal vielleicht langsam seine Anreizpolitik ändern muss, dass man vielleicht mehr in den starken Staat dort investieren sollte, wo er einfach zu schwach ist, indem man dort, wo der Staat aktuell viel zu stark ist, nämlich bei der übertriebenen Regulierung und Bürokratie, was die Wirtschaft und so weiter betrifft, dort eben wieder den Staat schwächer macht und dort investiert, wo der Staat aktuell zu schwach ist, ja, dass man dann endlich diesem Ziel mal wieder näher kommt, dass man sagen kann, jawohl, wir sind fähig, unsere Grenzen zu schützen, wie übrigens andere Länder auch auf der Welt. Ja. Aber ja, scheinbar ist im Wahlkampf irgendwie jedes Mittel recht, um irgendwie vielleicht punkten zu wollen, weil ich weiß jetzt nicht, bei welchen Wählern die Grünen eigentlich mit solchen Dingen jetzt punkten wollen, aber in der EU und dort im Europaparlament, da sind die ja sowieso jetzt nicht sehr stark irgendwie an die Landtagswahlen gebunden oder dort interessiert. Vielleicht ist es mittlerweile auch so eine Art Resignation oder so. Schaut mal hier, ich habe jetzt gerade auch gesehen, bei der Union sagen sie jetzt sogar schon von Christoph Ploss, ne, die 3% der Wähler, die laut Umfragen bei der Landtagswahl in Thüringen noch der Grünen Partei ihre Stimme geben würden, sollten diese nicht verschenken, sondern CDU Thüringen wählen. Die CDU ist in Thüringen und Deutschland das Bollwerk gegen links und rechts außen. Ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, lieber Herr Ploss, wie die CDU da in Thüringen jetzt ein richtiges Bollwerk darstellen will. Aber hier diese 3%, ne, das ist tatsächlich jetzt wichtig für die Grünen. Nicht nur das zu erreichen, sondern vielleicht sogar noch die 5%-Hürde zu schaffen. Hier Polenz, der eigentlich zur CDU gehört, ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt kennt, Ruprecht Polenz ist wirklich ein richtig interessanter Satirekanal, mehr oder weniger, muss man mittlerweile sagen. Der ist eigentlich ja auch ein sehr starker Verfechter für Schwarz-Grün, aber nach den Beiträgen, die er so täglich postet, wenn man sich jetzt so seinen Twitter-Handle und so anguckt, dann kann man sowieso schon erahnen, ja, ist er eigentlich mehr grün als CDU, wenn ihr mich fragt. Und er sagt gleich, warum es umso wichtiger ist, dass man jetzt die Grünen wählt, damit eben weniger Mandate auf die AfD und so weiter anfallen. Ja. Und Katrin Göring-Eckardt repostet das natürlich. Also man sieht, der Frust sitzt natürlich mittlerweile tief, aber vielleicht sollte man dann trotzdem versuchen, irgendwie mit anderen vernünftigen Maßnahmen wieder den Wahlkampf anzuheizen und jedenfalls nicht mit dieser Behauptung, man könne irgendwie die Grenzen nicht schützen und kontrollieren und man sollte einfach die kompletten Grenzkontrollen einfach aufgeben. Ja, ist gut.